Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo. Willkommen zum Video Viren in der genetischen Forschung. In diesem Video lernst du, was sind Viren. Außerdem lernst du, wie Viren als Vektoren benutzt werden. Du lernst mehrere Einsatzmöglichkeiten von Viren in der Genforschung und in der Medizin kennen. Auch dir sind sie bestimmt als Krankheitserreger begegnet. Doch was sind Viren? Im Gegensatz zu Bakterien bestehen Viren nicht aus Zellen. Viele Forscher sind sich weitgehend darüber einig, dass Viren deshalb keine Leben. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.